So, wir wollen heute über ein Urteil des Bundesfinanzhofs BFH aus 2021 sprechen. Dabei geht es mal wieder um die Einstufung einer US-LLC als Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft. Es gab ja schon mehrere Entscheidungen seitens des BFH, dazu jetzt die letzte eben aus 2021. Was wir jetzt hier besprechen, betrifft also in keinster Weise die sogenannten Nullsteuer- oder Exempt-LLCs, die zum Beispiel digitale Nomaden, Non-Dom-Steuerzahler oder ähnliche Personen gründen, die ja im steuergünstigen Ausland leben. Hier geht es jetzt tatsächlich um in Deutschland unbeschränkt Steuerpflichtige, die sich an US-LLCs beteiligen, um zum Beispiel in den USA Investitionen vorzunehmen. Grundsätzlich gibt es bei der US-LLC ja das Problem, dass diese in der Europäischen Union, insbesondere in Deutschland, nicht existiert als vergleichbare Rechtsform. Daher tut sich das Finanzamt manchmal schwer beim sogenannten Rechtstypenvergleich, wo es darum geht, ob die Gesellschaft als Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft einzustufen ist. Eine entsprechende Einstufung kann fatal sein, wenn dies anders ausfällt als von dir geplant. Es kann dazu führen, dass du tatsächlich bis zu fast 70% an Steuern auf die Gewinne der Gesellschaft bezahlen musst. Warum das so ist, das wollen wir hier erläutern. Erste Frage nochmal: Was ist eigentlich überhaupt eine LLC? Eine US-LLC, Limited Liability Company, ist eine Hybridgesellschaft. Gesellschaftsrechtlich ist sie als Kapitalgesellschaft zu betrachten. Steuerrechtlich ist sie als Personengesellschaft zu betrachten. Das heißt, steuerrechtlich ähnlich wie eine GbR oder eine GmbH und Co. KG. Die Gesellschaft zahlt eigentlich gar keine Steuern selbst, sondern die Steuern werden bezahlt von den Gesellschaftern auf ihrer persönlichen Steuererklärung. Nun kann allerdings die US-LLC auch als Kapitalgesellschaft in den USA letztlich ausgestaltet werden. Sie kann dann bei der IRS dazu optieren, als Kapitalgesellschaft behandelt zu werden, zahlt also dann Körperschaftssteuer und man würde in Deutschland dann auf die Gewinne nochmal Abgeltungssteuer bezahlen. Aber die übliche Behandlung ist tatsächlich wie eine Personengesellschaft. Und auch in dem BFH-Urteil ging es jetzt um eine LLC, die letztlich laut des Eigentümers eine Personengesellschaft sein sollte, aber dann vom Deutschen Finanzamt als Kapitalgesellschaft eingestuft wurde. Der Fehler, den hier der US-LLC-Unternehmer gemacht hat, der eine in Deutschland ansässige Person war, ist also, dass er die Satzung der LLC leider falsch ausgestaltet hat. Dazu kommen wir gleich nochmal. Dadurch wurde dann vom Finanzamt die Gesellschaft als Kapitalgesellschaft eingestuft, was zu einer fatal hohen Besteuerung dann in Deutschland geführt hat. Wie sich die genau zusammensetzt, schauen wir uns gleich nochmal an. Grundsätzlich unsere Empfehlung an alle Mandanten, die in den USA Business machen wollen: Verwende eine C-Corporation, eine Kapitalgesellschaft. Oder wenn du unbedingt eine Personengesellschaft verwenden möchtest, was ja auch steuerliche Vorteile haben kann, keine Frage, verwende eine Limited Partnership, eine sogenannte LP. Diese ist strukturiert wie eine deutsche GmbH und Co. KG. Hier gibt es keinerlei Probleme beim Rechtstypenvergleich. So, jetzt werde ich hier mal die Seite vom BFH laden. Hier haben wir nun die Website, wo das Urteil beschrieben ist. Du siehst von 2021, also nicht sehr alt. Hier nochmal kurz die Zusammenfassung dessen, um was es geht. Also die Gesellschaft ist eine Limited Liability Company, registriert in Colorado. Sie investiert in US-Immobilien. Der einzige Member ist nach Deutschland umgezogen. Er ist davon ausgegangen, dass die Gesellschaft als Personengesellschaft in den USA und auch in Deutschland eingestuft wird. Was heißt es konkret? Er bezahlt Gewinne auf die LLC in den USA. Das heißt, er reicht persönlich eine Steuererklärung in den USA ein, erklärt dort die Gewinne der LLC und muss dann gemäß Doppelbesteuerungsabkommen in Deutschland keine weiteren Steuern bezahlen.
Hier ging es also darum, dass sich letztlich der Gesellschafter, der Member hier eine Ausschüttung gemacht hat, war für ihn eine Entnahme. Und zwar am 31.12.2018 im Betrag X. Den genauen Betrag erkennen wir nicht. So, jetzt wird es hier alles ein bisschen konfus, ein bisschen surreal. Denn fatalerweise hat dann die Gesellschaft beim Finanzamt eine Kapitalertragssteueranmeldung eingereicht. Ja, das ist ja völlig falsch. Ja, so, er hat dann diesen Fehler erkannt und hat dann kurze Zeit später auch dann Einspruch eingelegt. Und dann kam damit dann ein gewisser Stein ins Rollen auf Seiten des Finanzamts. Die LLC hat dann dem Finanzamt gemeldet, naja, aufgrund des Typenvergleichs sei es also nicht als Kapitalgesellschaft einzustufen, sondern als Personengesellschaft. Ja, es handelt sich also bei dem Betrag, die er sich hat ausschütten lassen, um eine Entnahme, worauf in Deutschland gemäß DBA keine weitere Steuer fällig ist. Das Finanzamt hat es dann geprüft, hat gesagt, nein, es ist eine Kapitalgesellschaft. Basis dessen ist eben die Satzung der Gesellschaft, das sogenannte Operating Agreement. So, es gibt hier ein BMF-Schreiben aus 2004 und dort werden verschiedene Themen behandelt und da werden verschiedene Indizien gegeben, wann eine solche Gesellschaft jetzt als Personengesellschaft und wann als Kapitalgesellschaft zu betrachten ist. Hier gibt es Dinge wie zentralisierte Geschäftsführung und Vertretung, beschränkte Haftung, freie Übertragbarkeit der Anteile, Gewinnzuteilen durch Ausschüttungsbeschluss, Kapitalaufbringung, unbegrenzte Lebensdauer der Gesellschaft, Gewinnverteilung und formale Gründungsvoraussetzungen. Was heißt das nun konkret? Wenn man also in dem Operating Agreement, was ein rein privatrechtlicher Vertrag ist, der nirgendwo veröffentlicht wird, den dein Anwalt ausgestalten kann, wie folgt hier die folgenden Themen ausgestaltet, dann spricht es dafür, dass die Gesellschaft eine Kapitalgesellschaft ist. Also, wenn die Geschäftsführer nicht zugleich die Gesellschafter sind, sieht es für das Finanzamt danach aus, dass eine Kapitalgesellschaft ist. Wenn die Haftung auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt ist, sieht es aus wie eine Kapitalgesellschaft. Wenn die Anteile frei übertragbar sind, sieht es aus wie eine Kapitalgesellschaft. Wenn die Gewinnzuteilung per jährlichem Gesellschafterbeschluss erfolgt, sieht es aus wie eine Kapitalgesellschaft. Wenn die Gesellschafter eine Einlage leisten müssen, sieht es aus wie eine Kapitalgesellschaft. Wenn die Lebensdauer der Gesellschaft unbegrenzt ist, sieht es aus wie eine Kapitalgesellschaft. Und wenn die Gewinnverteilung nach Beteiligungshöhe erfolgt, sieht es aus wie eine Kapitalgesellschaft. Also aus diesen 7 Indizien wird ein Gesamtbild ermittelt und damit stellt das Finanzamt fest, ist es eine Kapitalgesellschaft oder eine Personengesellschaft? In diesem Fall trafen wohl zu viele Kriterien hier auf eine Kapitalgesellschaft zu. Das Finanzamt sagt also, es ist eine Kapitalgesellschaft. Also ich sage es nochmal, es geht um das Operating Agreement, die Satzung. Ja, kannst du völlig frei bestimmen, was da drin steht. Es wäre also überhaupt kein Problem gewesen, für diesen Eigentümer diese Satzung entsprechend auszugestalten. Ja? Und so geht es ganz vielen. Wir haben immer wieder Mandanten, die nach wie vor diesen gleichen Fehler machen und dann hier auf einmal mit gigantischen steuerlichen Verbindlichkeiten dastehen. Und diese steuerlichen Verbindlichkeiten kommen wie folgt zustande. Nehmen wir das Beispiel aus Colorado. Also, mal angenommen, dass nun diese LLC Mieteinnahmen in den USA generiert, sagen wir zum Beispiel 100.000, und dann zahlt der Eigentümer darauf Steuern in den USA, sagen wir mal 25%. Dann sind es also 25.000. Die restlichen 75.000 entnimmt er aus der Gesellschaft und geht davon aus, dass er nun darauf keine weiteren Steuern bezahlen muss, gemäß dem DBA Deutschland USA. Wenn aber nun das Finanzamt sagt, es handelt sich um eine Kapitalgesellschaft, dann werden die 25.000 Steuern, die er bereits gezahlt hat in den USA, letztlich nicht beachtet oder eben als Körperschaftssteuer betrachtet oder irgendeine andere Steuer. Dann muss er nochmals auf die 75.000, die er sich ausbezahlt hat, voll die deutsche Abgeltungssteuer und Solidaritätszuschlag bezahlen, entspricht also nochmal 26-27%. Ja? Das heißt, er zahlt auf einmal das Doppelte an Steuern und praktisch möglicherweise schon fast 50%. Es wird dann dramatischer, je höher der Gewinn ist. Wir hatten jetzt gerade eben 25.000 gesagt.
ist der Gewinn mal bei einigen Hunderttausend, vielleicht eine halbe Million, eine Million, ja, dann geht ja auch die Steuer in den USA relativ nach oben. Da legst du dann schon irgendwann zum Beispiel in Kalifornien, ja, sagen wir mal bei 40% oder so insgesamt oder vielleicht sogar 45%. Ja. Wenn du dann noch die 25-26% einrechnest, die du in Deutschland bezahlen musst, bist du dann eben fast bei 70%. Und das alles nur, weil du diese Satzung, dieses Operating Agreement nicht richtig ausgestaltet hast. Ja. Du siehst also, die Folgen können fatal sein. Wenn du in den USA investieren willst, dich dort beteiligen willst an Unternehmen, dann würde ich dir immer empfehlen, genau deine Optionen zu prüfen. Ich weiß schon genau, wie das da funktioniert in den USA. Ich habe dort lang genug gelebt. Ja? Die Unternehmer dort sind sehr selbstbewusst, ebenso die Anwälte, haben aber vom internationalen Steuerrecht null, zero Ahnung, überhaupt keine, nichts. Das heißt, sie sind alle total von der LLC überzeugt und sagen, es ist ganz super. Wir wollen unbedingt die LLC, das ist für uns besonders gut und können sich gar nicht vorstellen, welche Probleme ein ausländischer Investor damit haben könnte. Lass dich von den Amerikanern nicht überfahren, ja? Lass dich nicht überfahren, sondern sage den Amerikanern, ich kann eine LLC nicht so ohne weiteres verwenden in Deutschland. Denn ehrlich gesagt, selbst mit dem richtigen Operating Agreement gibt es immer noch Restrisiken, ja, dass die Gesellschaft als Kapitalgesellschaft eingestuft wird. Deswegen raten viele Steuerberater, Rechtsanwälte etc., unter anderem auch wir, dass man eben keine LLC gründet, sondern lieber sich auf die sichere Seite begibt und eine LP, also eine Kommanditgesellschaft gründet oder eben eine Corporation. Also sag deinen Geschäftspartnern, Moment, eine LLC kann ich nicht so ohne weiteres verwenden. Vielleicht gibt es dann Möglichkeiten. Ja, also vielleicht könntest du zum Beispiel dann eine andere Gesellschaft gründen in den USA, die sich an der LLC beteiligt. Ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Oder du überzeugst deine Geschäftspartner, eine andere Gesellschaft zu verwenden. Ja, aber bitte beachte, wie gesagt, dass die Konsequenzen für dich als in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Person möglicherweise steuerlich fatal sein können. Wenn du zu diesem Thema Beratung benötigst, zur Wahl der richtigen Rechtsform oder möglicherweise schon den Fehler gemacht hast und nun nicht weißt, wie du agieren musst, lade ich dich ein, uns zu kontaktieren und ein Beratungsgespräch zu buchen. Den Link packe ich hier in die Beschreibung rein. Wir sind sehr erfahren und haben sehr gute Anwälte und Steuerberater in den USA und auch in Deutschland, die sich mit dem Thema auskennen. Ich erkläre dir gerne das Ganze noch mehr im Detail in einem Beratungsgespräch und freue mich, dich dort kennenzulernen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.